Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zur Ravenport. Folge 33 sind wir heute und wir haben Donnerstag. Jawohl, genau so ist es. Und wir sind halt auch noch einfach mal dabei, Feld 3 anzusehen. Sind wir ja gestern nicht mit fertig geworden, weil ich wieder mehr gequatscht habe und gezeigt und gemacht und getan habe als die wirkliche Arbeit. Aber ja, kein Problem. Feld 3 machen wir heute auf jeden Fall fertig. Und gucken, was wir für Kleinigkeiten noch machen. Da wir Feld 2 auf jeden Fall nicht fertig bekommen werden, es sei denn, ich mache wieder einen Zeitraffer, wie vom Einsehen. Ja. Wobei. Das überlege ich mir gleich. Ja, so, wegen des Hydrantens auf jeden Fall, den werde ich quasi dann heute, jetzt wo diese Folge rauskommt, werde ich den Hydranten dann platzieren in der neuen Aufnahmesession am Donnerstag, also heute Donnerstag. So. Damit wir bei den Schafen nämlich weiterkommen. Aber seit wann sind hier so eine Löcher im Boden überall? Ich hab die da nicht reingemacht. Wo kommen die her? Oh, wobei wir können gleich mal die Wasserplanen ausprobieren, wenn wir hier fertig sind. Wir können ja mal gucken, ob wir uns irgendwo einen kleinen schicken Teich bauen können. Bei den Schafen. Zumindest da hinten in der Ecke. Denn wenn man den groß genug baut, ich glaube bei den beiden kleineren geht das nicht, aber die beiden größeren Wasserplanen, die haben halt auch den Wassertrigger, wo man sich Wasser holen kann. Dann könnte man eventuell sogar den Hydranten ganz verwerfen. Wobei ich es halt auch mal ein bisschen doof finde, mit dem Anhänger ins Wasser zu fahren. Das sieht einfach doof aus. Aber dennoch könnten wir einen kleinen Teich dahin basteln. Vor allem sind die Wasserplanen, habe ich gelesen. Ich habe jetzt, als ich sie euch gezeigt habe, gar nicht drauf geachtet, aber die sollen kostenlos sein. Das heißt, damit können wir ordentlich rumspielen. In der Hoffnung, dass sie dann auch funktionieren. Und dann machen wir uns da einen schönen kleinen Teilchen. Ich denke mal, schaden kann das nicht. Wobei, ja, er darf halt nur nicht zu groß werden, denn da sollen ja auch noch andere Tiere mit hin. Wenigstens noch eine Sorte Tiere und dann hätte ich halt auch eigentlich ganz gerne, wobei wir das wohl nicht mehr brauchen eigentlich, denn wir kriegen ja alles bei uns auf dem Hof in das Lager rein. Ja, denn ich wollte ursprünglich eigentlich ja ein Lager da errichten, wo die ganzen Sachen für die Tiere reinkommen, aber wir kriegen ja eigentlich bei uns ins Lager alles rein. Daher ist das überflüssig und wir könnten eigentlich auch noch die dritte Art Tiere damit hinbasteln. Dritte Tierart. So ist es, glaube ich, besser ausgesprochen. Da würde ich dann tatsächlich, weil es einfach passt, dann würde ich da hinten halt die Schafe, Schweine, Kühe hinbasteln. Sollten sie noch hinpassen, die Hühner vielleicht auch noch. Aber die Pferde würde ich definitiv irgendwie, wenn wir dann da sind, woanders hinpacken. Die würde ich einzeln abkoppeln. Weil ich finde, die passen jetzt nicht so unbedingt zwischen den anderen Tieren, wenn man die da so mit reinfärcht. Da würde ich nämlich wirklich dann nochmal eine extra Parzelle verkaufen. Eventuell vielleicht sogar eine. Ich weiß nicht, ob es hier auf der Ravenport auch so einen Reitparcours gibt. Dann da in der Nähe. Wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht. Weil dann kann man sie da gleich ausreiten in dem Parcours. Aber das werden wir noch rausfinden, wenn wir die Karte ein bisschen näher kennengelernt haben. So.
Wunderbar. Können wir hier rausfahren. Dann stellen wir das hier einfach mal ab. Hier müssten wir noch düngen, auf jeden Fall, bevor wir einsehen können. So, jetzt will ich noch mal eben einmal nach dem Wasserplan gucken. 100 mal 100, ja, die sind tatsächlich sogar umsonst. Wir nehmen mal den. Oh, der ist verdammt groß. Den nehmen wir schon mal nicht. Das heißt, einen mit Wasserträger können wir schon mal komplett vergessen. Ja, und so richtig viel Platz haben wir hier halt auch nicht, also. Ja, hier eventuell hin, wobei der Platz ja eigentlich für eine Tierart ist. Hier würde noch einer hinpassen und dann wäre der tatsächlich eigentlich auch voll. Wir können ja mal eben rein Interesse, aber um mal so ein bisschen vorauszuplanen, mal kurz schauen. Wir haben jetzt die ganzen kleinen Gehege hier. Die kleine Kuhweide, die ich halt tatsächlich genau so hier hinpacken wollen würde. Ich wollte. Oh, nö. Ja, Leute. Wir haben eine Kuhweide. Na, das kann doch nicht wahr sein. Ich bin aus Versehen auf die Maus gekommen. Ich wollte sie nicht platzieren. Shit. Ich habe natürlich auch nicht gespeichert vorher. Das war sehr schlau. Jetzt müssen wir da auf jeden Fall gleich ein bisschen aufräumen, das Stück hier. Aber ja, wir haben jetzt eine Kuhweide. Mal immerhin ist es schon mal richtig rum platziert. Das ist schon mal wichtig. Kann uns jetzt wenigstens mit dem Schweinestall nicht mehr passieren? Jetzt haben wir nicht genug Geld, um zu gucken. Ja, klar, wir haben auch nur noch 1000 auf dem Konto. Das ist ja ein Fail. Okay, dann gehen wir mal eben kurz in den Landschaftsbau hier mal. Den Mist hier wieder wegmachen. Ja, ich brauche mein Hilfefenster dazu. Eieiei, was ein Fail, ey. Das darf man ja gar keinem erzählen. Eieiei. Wo geht denn hier wieder absenken? Jetzt haben wir hier so ein Sandstück drin. Oh, jetzt haben wir dafür auch kein Geld mehr. Deswegen geht's nicht. Ach, Leute, Leute, Leute. Ja, gut. Das war mein Fail. Was machen wir jetzt? Kredit aufnehmen oder... Ich belasse es in der Folge tatsächlich so. Speichere das nicht, beende das Spiel und muss halt mich eben nochmal schnell um das Feld 3 kümmern, um das nachzuholen. Ja, dann das machen wir. Dann können wir jetzt wenigstens noch ein bisschen spielen. Ich nehme jetzt mal Kredit auf, weil wir es nicht speichern werden. Auto speichern ist auch aus. Autosave ist aus, alles klar. Dann hauen wir uns jetzt mal kurz Kredit rein. So, sehr schön. Mal hätten wir eigentlich jetzt auch nicht unbedingt gemusst, weil ist ja kostenlos. Aber dann können wir hier eben mal kurz. Ja, das kriegen wir da eh schon nicht mehr raus. Okay, dann hat sich das eh erledigt. Dann können wir wenigstens nochmal wegen dem Schweinestall jetzt gucken. Tierhaltung, Schweinestall. Den hier. Der kostet 90.000. Immer noch ein bisschen Kredit. So. Meine hat doch auch was mal. So eine völlig verkorkste Folge. Sehr schön. So.
Und wir sehen, der wird zu groß. Ach. Sehr cool. Kann ich sogar direkt so drehen. Und das ist schon der Kleine. Ja, die Problem ist halt tatsächlich auch, ich muss zusehen, dass uns das hier nicht nochmal passiert, wenn ich die Kuhweide irgendwann mal setze. Gegebenenfalls müssen wir uns dafür doch ein anderes Plätzchen suchen. Sollte das gar nicht hinhauen. Das werde ich nochmal offscreen irgendwann mal ausprobieren. Nur schade ist halt tatsächlich, dass wir den Schweinestall nicht mehr mit hier hinbekommen. Hätte gedacht, der Platz reicht. Dann können wir aber die Hühner hier eventuell bestimmt mit hin. Wie groß wäre der? Würde auch nicht mehr passen. Okay. Aber der kleine Hühnerstall mit 100 Hühnern, der würde hier allemal hinpassen. Würde auch noch relativ gut aussehen, vermute ich. Problem ist, dass wir hier mit den Triggern uns ein bisschen überlaufen dann. Den müssten wir tatsächlich so hier hinbauen. Nö, würde auch nicht mehr passen. Das ist aber. Da würde er passen. Dann haben wir halt nur das Problem, dass die. Nee. Ja, also mehr wie die beiden Dinger passen hier generell nicht hin. Okay. Dann nehmen wir uns jetzt mal eben so einen Teich. 25 mal 25. Ich glaube zu groß. Ich glaubte es. Geht nicht. Aha. Nehmen wir den kleinen. Geht der? Ja, das ist ja eine tolle Mod, die überhaupt nicht funktioniert. Können wir also komplett vergessen. Das haut nicht hin. Schade eigentlich. Äußerst schade. Scheint doch zu gehen. Ups. Haben wir da eventuell gerade alles gewässert? Gucken wir uns mal an. Ja, dann habe ich auf jeden Fall gleich noch was zu tun. Ich muss Feld 3 nochmal machen, bevor ich dann am Donnerstag in die nächste Aufnahmesession gehe. Ja. Und währenddessen kann ich dann auch noch mal. Irgendwas ist hier schiefgelaufen mit dem Wasser auf jeden Fall. Da, wo es ist, sieht es ja auch ganz gut aus. Aber zum einen ist es erstmal eckig. Ah, ich verstehe. Moment, Moment. Das verstehe ich jetzt. Wo sind die ganzen Wasserpfützen? Die müssen wir mal alle verticken. Allesamt. Oh Gott, das wird lustig. Muss ich jetzt die richtige erwischen oder was? Ich will die alle weg haben, wenn es geht. Die gehen nicht wieder weg. Man sollte sich also auf jeden Fall wahrscheinlich, so wie es aussieht, ein Loch vorher machen, wo man die reinpackt. Da wir das ja eh nicht speichern, probieren wir es jetzt einfach mal aus. Wo können wir mal ein Loch basteln?
Hier oben. So, jetzt ist da ein Loch drin. Und dann nehmen wir uns mal eine Wasserpfütze. Dann gehen wir uns das mal angucken. Kann das sein, dass der Kuhstall. Ja, ich habe mit dem Kuhstall die Straße ein bisschen kaputt gemacht. Ist aber nicht schlimm. Kommt ja eh wieder weg. So, wo ist es? Hier irgendwo. Na, funktioniert aber auch nicht so richtig. Darf man das Loch nur genauso groß machen, wie dieses Wasserkästchen ist? Weil wenn die sich überschneiden, seht ihr ja, was passiert. Das sieht sehr merkwürdig aus. Es könnte funktionieren, aber es ist halt wirklich sehr, sehr flach. Naja, gut. Okay, haben wir die Folge mal ein bisschen dumm rumgespielt. Das war wirklich absolut fail. Wobei ich, ja, also den Kuhstall finde ich schon echt mega nice hier. Wir müssen halt nur gucken, dass wir den hier hinbekommen. Ja, ich meine, gut, Weg ist hier breit genug. Zur Not kann man noch ein Stück hierher, so dass es da hinten die Straße nicht wieder kaputt macht. Aber ursprünglich war das hier mal gerade, würde ich behaupten. Ja, war es auch. Der Kuhstall hat ganz schön rüber gedrückt. Könnte ich aber zur Not hier auch wieder gerade planieren. Dann hätten wir ungefähr das, wo ich hin wollte. Ja, ich werde den Spielstand jetzt erstmal wieder vernichten und mich darum kümmern. Okay, dann warten wir die neue Aufnahmesession ab, die am Donnerstag stattfindet. Wenn ihr diese Folge hier seht, dann werde ich da sitzen und neu aufnehmen. Ja. Ich hoffe, ihr hattet trotz alledem irgendwie jetzt Spaß dabei. Machen wir ja auch nicht öfter oder nicht oft so Mist. Ja. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen und reingehauen.